Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe. Ja, die nächste DLC-Welle ist angerückt und ich spiele sie natürlich wieder durch, wieder im 200er-Modus, auch wenn es mir gar nicht mal so gut bekommt, weil ich mich da immer so aufrege bei dieser Spannung, die da immer herrscht. Aber ja, es gibt eine neue DLC-Welle mit 8, mehr oder weniger neuen Strecken. Sie sind neu in Mario Kart 8 drin und dieses Mal sogar mit einem neuen Charakter. Und zwar Birdo, den ich auch direkt nehmen werde. Ich nehme mal Standard Birdo. Alles klar. Und ich fahre nicht mit dem Pünktchen-Kart, sondern hier mit dem Bärchen-Boliden mit kleinen Reifen und den Wolkenballons. So. Neu dazugekommen sind dieses Mal der, wie heißt der, Fruchtcup. Ich dachte immer, das wäre eine Beere. Ja, wobei, unterscheidet sich eine Beere so stark von einer Frucht? Es ist der Fruchtcup. Und dann gibt es noch den Bumerang-Cup, aber heute sehen wir uns den Fruchtcup etwas genauer an. Mit 4 mehr oder weniger neuen Strecken. Die erste Strecke ist die Ausfahrt Amsterdam. Eine Strecke aus Mario Kart Tour, gefolgt von einer Strecke, die von dem Game Boy Advance zurückkehrt, zumindest mehr oder weniger, der Flussuferpark. Dann gibt es noch die DK-Schikane von der Wii und eine komplett neue Strecke, Yoshi's Island. So, die sehen wir uns heute an im 200er-Modus. Let's go. So. Es ist auch bereits wieder etwas länger her, dass ich Mario Kart gespielt habe, also erwartet hier jetzt keine Wunder. Gold wäre natürlich schon schön. Und am besten noch mit so vielen Sternen wie möglich. Aber ja. So. Ja, ist eine typische Mario Kart Tour Strecke. Mit dieser Mario Kart Tour Grafik. Die natürlich jetzt hier inzwischen schon etwas besser aussieht wie bei den ersten paar Versuchen. So, okay, hier eine schöne Flugpassage mit Riesen. Ja, wir wandern ins Land der Riesen. Oh nein, da hätte ich keinen Stunt machen dürfen. Ich weiß gar nicht, ging die Rote auf mich? Ach Gott. Das ist hier alles sehr eng. Sehr eng. Oh nein, oh nein. Ah. Sehr enge Kurven, sehr enge Strecke insgesamt. Hier kann man runter. Eieiei. Uff. Toll. Doppel-Items an der Stelle sehr, sehr wichtig. Nein, das ist eine. Dreck. Ah, schönes Tulpenfeld. Ich knall hier überall gegen, weil das hier so alles so eng ist. Vierter Platz. Das ist absolut nicht gut. Und das gefällt unserem kleinen Birdo hier auch nicht so wirklich. Vierter Platz. Ah. Da wird Gold jetzt richtig hart. Aber die Strecke für den 200er-Modus ist absolut nicht gut.
die ist viel zu eng, hat viel zu scharfe Kurven. Nee. Mal sehen, wie es auf der zweiten hier läuft. Ach, und direkt kein Item bekommen. Fantastisch. Wäre zwar wahrscheinlich sowieso nur eine Münze gewesen, aber... ey, besser als nichts. Ja. Wo hab ich die Pflanze jetzt bitte berührt? Sonnendreck. Nein, viel zu schnell. Wohin driftest du? Ich habe schon gar nicht mehr in die Richtung gedrückt. Ja, und jetzt driften sie nicht mehr. Ach. Ja. Zum Glück kam der Blitz noch vor den Itemkästen. Nein. Uff. Fast selbst weggeownt. Das wäre absolut nicht gut gewesen. Ja, und dann kriege ich nicht mehr Dritter. Ist nicht ideal. Ist absolut nicht ideal. Kann ich jetzt überhaupt noch gewinnen? Oh. Wird hart, wird richtig hart. Tja. Natürlich. Ja. Alles klar. Als ob ich die... Oh! Okay, gut, das war jetzt lucky. Ich wollte gerade schon wieder weinen, weil ich die rote nicht erwischt habe, die... Aber schon dafür fahre ich in den Schnee und werde von der Blue Shell weggeholt. Natürlich! Fahr doch durch den Doppel-Item-Kasten durch. Egal. Reicht. Was war das denn jetzt? Grind à la Tony Hawk. Pro Skater. Nein! Fahr nicht in die Banane rein. Fahr, 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 fahr.
Uiuiuiui. Das schaffe ich nicht mehr. Außer wenn Yoshi auf der nächsten Strecke richtig versagt. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Birdo ist auch mitunter einer von den am wenigsten genutzten Charakteren. So kommt es mir zumindest vor. Der ist hin und wieder in Mario Party dabei. Jetzt hier in Mario Kart. Dann war er damals noch in Doki Doki Panic Klon drin. Und das ist mal so eine absolut fantastische Strecke mit absolut fantastischer Musik. Oh mein Gott. Yoshi's Island ist auch ein richtig tolles Spiel. Habe ich nicht im Original gespielt, aber dann auf dem 3DS. Das Remake. Ah, ein Fragezeichenblock. Passiert da was, wenn man durchfliegt? Ah, da ist ein Blumenkreis. Also das Ziel. In Yoshi's Island. Und die Viecher. Oh nein. Oh, ich dachte schon, die schnappt sich jetzt mich weg und da fahre ich in den Krebs rein. Bob-Omb. Auf dem ersten Platz. Das ist auch interessant. Und wo kam gerade der Kugelwille her? Wie weit wurde der denn bitte nach vorne geboostet? Ah! Ja! Oh, da kommt eine extra Strecke, von der ich runterfalle, weil ich absolut nichts kann. Ja, und da hinten ist der Blumenkreis, da sieht man ihn noch. Oh nein. Oh nein. 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 Fahr. 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 Aber Yoshi ist zweit und ich glaube, das reicht für ihn. 5 Punkte. Ah, aber die Musik. Die Musik ist so toll. Ah, fantastisch. Also die neuen Strecken, die werden auch immer besser. Absolut toll. Ah ja, und dass ich jetzt um 5 Punkte den ersten Platz verpasst habe, ist natürlich bitter, aber... Naja. Ich habe schon lange nicht mehr Mario Kart gespielt. Jetzt direkt wieder in den 200er-Modus rein. Ja, dafür ist der zweite Platz... verkraftbar, sagen wir es so. Es ist verkraftbar. Noch ein kleiner Birdo-Fact am Ende. Birdo ist männlich. Wusste ich auch lange Zeit nicht. Aber das ist tatsächlich ein Er. Ach, da in der ersten Strecke vierter Platz, das war nicht gut. Ach ja, Silber. Aber ist ganz okay. Ist ganz okay, nicht perfekt, aber ganz okay. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.